Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer wunderschönen neuen Folge von Animal Crossing. Wir werden uns heute hier auf dem Nook-Portal erstmal ein paar Sternis holen, Bonusmeilen, weil wir uns zum ersten Mal am heutigen Tag einloggen, 4 Tage in Folge, und dann wollen wir Nook-Meilen einlösen. Es ist zwar... ich finde es halt super, super bescheiden, dass wir... Oh mein Gott, man kann sich hier halt einfach nur Sachen kaufen. Okay. Ich finde es zwar richtig bescheiden, dass wir jetzt hier nicht unsere 5000er machen sollen, sondern wir müssen halt leider ein Meilenticket nehmen. Ich meine, was heißt leider? Es ist vollkommen cool, wenn ich ehrlich bin, weil das Meilenticket ist halt nicht schlecht. Vor allen Dingen, wenn man halt verschiedene Sachen sammeln muss, Sternis farmen will und so weiter und so fort. Und es gibt auf jeden Fall genug Meilen, die wir noch, noch sammeln können und werden. Zum Beispiel jetzt haben wir alleine schon wieder wahrscheinlich Meilen ausgegeben und bekommen dafür jetzt wieder was. Ja, genau, hier oben kriegen wir nämlich jetzt 200. Mal 2 natürlich. Und das war's auch schon wieder. Nice. Gut, was wollen wir heute machen? Wir gehen jetzt nochmal auf eine Insel. Werden dort gucken, dass wir unsere Kraft... vollends verbrauchen, weil wir ja ein bisschen Blödsinn gemacht haben, wenn ich es mal so ausdrücken darf. Nämlich für eine normale Schaufel, aber ich habe kein Hartholz mehr. Ach komm, das wird schon reichen. Aber eine Angel will ich mir noch herstellen. Und dort dann hoffentlich einige Sachen mitnehmen können. Das wäre für mich sehr, sehr wichtig tatsächlich. Gerade dieses Eisenzeug ist halt lebensnotwendig irgendwo. Um einen Schritt weiter zu gehen, die Hütte für die Nooks zu bauen und so weiter und so fort. So, okay, wir gehen also wieder hier rein in den Laden. Kleine Sekunde bitte. So. Okay. Sprechen hier mit, wie hieß der nochmal, Bodo. Willkommen zu der Lüfteflug am Paradies. Wie kann ich dir behilflich sein? Ich möchte fliegen. Roger, du scheinst übrigens ja auch ein Meilenticket zu haben. Sag Bescheid, wenn du es einlösen möchtest. So, bla bla bla. Wo möchtest du hin? Meilenticket benutzen. Gut, dann, heben wir mal ab mit einem Meilenticket. Ja, auf geht's. Ich glaube tatsächlich, wir könnten auch einfach jemanden besuchen, um uns die Sachen zu farmen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ich glaube tatsächlich, dass das Meilenticket ein bisschen cooler ist, dass wir da halt ein bisschen mehr rauskriegen. Dodo Tower, bla bla bla, Roger Stadt, bla bla bla. Und los geht's. Das sind halt alles random generated Karten dann wahrscheinlich für über die Meilentickets. Was ich persönlich ziemlich nice finde. Ich sehe auch schon, da vorne ist ein... Ja, das ist halt einfach... Das ist halt einfach 1:1 dieselbe Insel. Nur mit einer Kuh drauf. Okay, 1. Warte mal, ich wollte eigentlich ein Ding... Egal. Ich wollte eigentlich eine Kokospalme mitnehmen. Ist aber Wurst, denn wir sind ja hier für wichtigere Sachen da. Wir wissen ganz genau, für was wir da sind. Für dich. Nein, komm schon. Yes. Yes. 1 noch. Wir haben es geschafft, Leute. Ja, es geschafft. Wir haben Eisenerz. Die Alternative wäre natürlich, dass wir halt einfach sagen, dass wir... da ist noch ein Ding. Ist da ein Rezept drin? Lass uns mal kurz gucken. Oh mein Gott, mein Inventar ist schon wieder voll. Öffnen. Da ist tatsächlich ein Rezept drin. Hallo Freund der Ferne, heute unternahm ich einen langen Spaziergang, dabei fiel mir diese Bastelanleitung an. Ich wollte die Bastelanleitung nicht für mich behalten, wäre schön. Die Dorothea hat das Ganze hier. Baströckchen, oh, oh, oh. Hätte ich mir ja wahrscheinlich erstmal craften hier, so ein schönes Baströckchen. Okay, nice. Oh, wir haben endlich das Eisen fertig. Nee, du bist falsch. Nein, nein, oh, was machst du denn? Ich finde es aber interessant, ich habe eigentlich gedacht, dass wir niemals auf dieselbe Insel kommen, aber so hat mich der Dodo hier ein wenig belogen.
nice. Oh, wir kriegen jetzt so viel schönes Eisen, Leute. Das ist halt richtig optimal, wenn ich ehrlich bin. Das ist wirklich richtig gut. Weil damit können wir einfach so viel machen. So, dann machen wir hier noch einen kurzen Sprung drüber. Zum Stab. Hopp. Ah, dann reden wir hier noch mit der Mekaku. Patricia. Patricia, wie geht es dir denn? Spricht man sie mit C aus? Spricht man sie mit Z aus? Man weiß es nicht. Ich habe nicht erwartet, dass jemand jetzt so cool, dass du da bist. Ich bin Patricia. Du kommst vom Paradies. Ich habe von jemandem gehört, der da lebt. Scroll, kennst du ihn zufällig? Das bist du? Wahnsinn. Das sind wir quasi zwei Promis auf einer Insel. Okay, ich bin noch nicht ganz Promi. Trotzdem. Ja, komm, du kannst auch. Das Einzige, was besser ist, als einen Tag auf einer Insel zu chillen, ist jeden Tag auf einer Insel zu chillen. Wenn man Zeit auf einer Insel verbringt, wird man so voll zu sich selbst und kann Hallo sagen. Ah, oh Gott. Wenn ich auf einer Insel leben würde, wäre mega spannend, ein Popstar. Ja, der zieht doch auf meine, hey. Nach Paradies ziehen? Wahnsinn, klar, will ich. Eigentlich ist Insel ja cool, aber mit dir ist jede Insel so viel cooler, ey. Alle mal hergehört, ich ziehe nach Paradies. Yay. Fall der Stress, so viel zu tun, muss mich beruhigen, ganz total beruhigen, muss meinen inneren Popstar finden. Ah, puh, jetzt geht's wieder, also los, ich muss einfach mit Tom Nook reden, oder? Die Postleitzahl von Paradies, ey. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Schaufel, nein, die Schaufel macht schon einen relativ guten Job, die hält jetzt schon eine ganze Weile. Patricia, mach mal, geh mal weg hier, ihr müsst hier Eisen farmen. Du weißt gar nicht, wie schwierig das Leben hier ist. Auf der Insel. Du wirst dich noch wundern. Ich meine, du bist eine Kuh. Du weißt, Kühe geben gutes Fleisch. Also sei lieber mal ein bisschen vorsichtig, wie du hier auf der Insel unterwegs bist. Besonders, du trägst dann auch noch so ein steakfarbenes Oberteil. Ach, nein. Nein. Komm. Gib mir mal die Kokosnüsse. Ich muss ja schon sagen, dass die Insel hier relativ cool ist. Nur mich stört es, dass wir halt echt nicht da hochkommen. Und ich muss auch wirklich sagen, ich hoffe ein bisschen, dass ich auch nochmal Kokosnüsse, dass ich morgen trotzdem noch wieder Steine auf meiner Insel habe. Das wäre ein bisschen unpraktisch, wenn ich keine mehr hätte. Das ist ein ziemlich großer Fisch, den möchte ich fangen. Hätte ich mir doch eine Angel gecraftet, oder? Komm schon, Fischi. Jawohl. Leider gleich angebissen. Was haben wir denn hier? Ein Seebarsch. Kennen wir aber leider schon. Ich hatte die Hoffnung, dass wir ein bisschen was Neues finden auf dieser Insel. Aber es gibt leider nicht so viel Neues. Es wäre cool gewesen, wenn ich trotzdem in den oberen See hätte werfen können. Na? Nee, halt. So. Sieht er auch nicht. So. Das ist ein bisschen zu weit weg, aber es kommt noch näher. Ah, er hat es erkannt. Ja. 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 Ja, eine Karusche. Ah, ich kann nichts mehr tragen. Tauschen. Ich kann nicht gegen Bäume tauschen. Das ist ein bisschen unpraktisch. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mir nicht ganz sicher. Nein. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich die Karusche gegen Steine tauschen möchte, weil Steine halt auch ein sehr wichtiges Gut sind tatsächlich.
Also ich habe hier ja eh schon zwei Laubbäume mitgenommen, also kann ich hier jetzt auch gut wieder einen hinpflanzen. Ich brauche mehr Platz. Hier vielleicht. Na also. Warte, was hast du denn gerade? Dich habe ich schon. Weil ich möchte die Steine auf jeden Fall mitnehmen. Okay, gut. Damit haben wir jetzt unser Eisenerz. Damit haben wir Creme Brûlée, ein Gugelhupf. Was kann ich für dich tun? Warum ist der so? Warum ist er einfach so? Ich verstehe es nicht. Oh. Weißt du überhaupt, was ein Gugelhupf ist oder eine Creme Brûlée? Du Dodo-Mensch. So, okay. Damit haben wir auf jeden Fall das Eisenerz. Das heißt also, wir können diese Folge noch schnell hochlaufen zu unserer Hütte. Das Eisenerz holen. Und dann sollte morgen. Morgen. Ja, morgen. Sollten einige coole neue Sachen fertig sein. Erstens mal Museum. Zweitens mal hoffentlich der Shop. Obwohl ich mir nicht ganz sicher bin, wie das laufen wird gleich mit dem Laden. In die Tasche stecken. Ah, meine Tasche ist voll. Ah, wait. Die stecken wahrscheinlich nur bis auf 30, gell? Nein, halt. So. Oder kann man im Lager einfach mehr stacken? Ich hab's auf jeden Fall dabei. Wir können es jetzt abgeben gehen. Oder haben wir es geschafft? Auch wenn wir nochmal 2000 Meilen dafür ausgeben mussten, ist das, denke ich mal, in Ordnung. Wir werden wieder an Meilen kommen. Ich meine, dadurch, dass man halt wirklich jedes Mal durch hier oben immer wieder neue Meilen rankriegt, ist das schon relativ gut, oder? So, lieber Nep, willkommen, Scroll, was kann ich für dich tun? Ich möchte was zum Ladenbau, bla bla bla, bla 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 bla. Ich möchte was beitragen. Eine Spende. 30 Stück Eisen, jetzt fehlen uns noch, kannst du die besorgen? Hier, bitte. Zack, 30 Eisen, Cash and Tash, nice. Ich werde verrückt, wenn ich mich nicht alles täuscht habe, im Ladenbau alles vorbereitet und weil du so mit dem Baumaterial geholfen hast, überlassen wir dir die Ehre. Welche Ehre möchtest du wissen? Nun ist eigentlich alles dein Verdienst. Du könntest ja bestimmen, wo er stehen soll. Ja, da bin ich voll dafür. Platzier einfach das Ladenbaut geht dort, wo es dir passt. Die Firma kümmert sich darum, den Standort auszuholen. Okay, das heißt also, wir können jetzt noch einen Laden platzieren. Müssen aber erstmal noch gucken. Ich möchte nämlich ganz kurz mal auf den Bankautomaten zugreifen. Weil wir 26.000 Sternis mit haben und die möchte ich mal kurz einzahlen. 26.000 Sternis, damit sind wir auf 39.000. Wir sind also in der richtigen Richtung für unseren Kredit. Bekommt man eigentlich zusätzliche Sternis? Gibt es eigentlich sowas wie, wenn man eine gewisse Anzahl an Sternis eingezahlt hat, dass man dann, wie heißt das mal, Zinsen und Zinseszins? Hier ist auch noch ein Stein, den habe ich nicht kaputt gemacht. Was wollte ich jetzt mal genau den Laden setzen? Oh, wohin packe ich den Laden? Ich glaube, der Laden wäre hier oben ganz gut aufgehoben, oder? Finde ich ganz schön. Oh je, Alter, das ist ja ein Riesenladen. Nee, nee. Hier müsste es doch ganz gut sein, oder? Der linke Baum geht weg, oder? Was ist hier mit der Fläche? Das müsste ja doch locker reichen. Naja, super, guckt euch das an. Zack. Mal sehen, wie das aussieht. Sieht doch optimal aus, Leute. Genau hier. Zack. Nice. Hier kommt also der Laden hin. Damit sollte das Leben hier deutlich komfortabler werden.
Hier entsteht Nuxladen. Jetzt ist nur die Frage, wie lange wird es denn brauchen, bis Nuxladen fertig ist? Weil rein von der Theorie gesehen her, sollte er ja morgen fertig sein. Ich weiß aber nicht, ob jetzt morgen erst die Baustelle eröffnet wird, so wie beim anderen auch. Scroll, das Ladenbucket wurde platziert. Jetzt gibt es kein Zurück. Wir werden ganz schön Trubel, alles morgen fertig zu bekommen. Aber ich freue mich unheimlich. Jetzt, sie schaffen es also. Ich wusste es, auf euch ist Verlass. Okay, was kann ich denn noch machen? Ich könnte noch Seebarsch und Karausche. Kann ich mal kurz auf mein Handy gucken? Habe ich die denn schon abgegeben? Kann ich das sehen? Fauna PD. In dieser App findest du alle Infos über Fische, Insekten, blablabla, die du gefunden hast. Steht auch dran, wann ich den, ob ich den abgegeben habe oder nicht. Ich werde ihn schon. Ah, nee, komm, ich behalte es jetzt lieber mal. Ich werde das jetzt einfach mal behalten. Wir hätten uns aber auch mal irgendwie eine Gießkanne craften können. Dafür brauche ich aber noch verschiedene Sachen, glaube ich. Oh, das ist schön. Damit wird morgen unser Museum fertiggestellt. Und auch noch unser Laden. Das heißt also, wir machen extrem gute Fortschritte. Theoretisch könnte man jetzt hier so eine kleine Zeitreise machen oder sowas. Aber das finde ich eigentlich nicht so die optimalste Sache. Ich weiß, dass viele YouTuber-Streamer das machen, weil es halt deutlich einfacher ist, damit dann zu arbeiten. Dann kann man halt auch deutlich mehr aufnehmen über kürzere Zeit. Aber ja, ich bin da nicht so wirklich der Freund davon. Das ist ein fetter Fisch, den nehmen wir mit. Ich hab das schon früher nicht gemacht. Animal Crossing ist ja ein Spiel, das man halt auch eine längere Zeit spielen sollte. Und vor allen Dingen haben wir ja jetzt gerade auch wirklich die Zeit dazu, solche längeren Spiele halt auch wirklich zu zocken. Das heißt also, warum sollten wir das auch nicht machen? Also einfach Zeit lassen, in Ruhe ganz entspannt spielen. Natürlich schwimmt der Fisch jetzt weg. Oh wow, direkt angebissen. Das ist nicht schlecht. Es ist ein... Oh, es ist kein Bitterling, ein Döbel. Den hatte ich noch nicht. Sehr schön. Wieder was wir ans Museum spenden könnten. Wir werden jetzt hier einfach mal ein paar Fischchen fangen. Bis zum Ende der Folge noch. Wird vielleicht auch mal einfach eine kürzere Folge werden. Eine Makrele hatte ich auf jeden Fall schon. Ah, ich kann nicht mehr tragen. Kann ich was tauschen dagegen? Dann droppe ich kurz den Sprungstab. Wir verkaufen ein bisschen was. Bringen ein paar Materialien wieder in unser Haus. Das werde ich als allererstes mal machen. Und dann haben wir es geschafft, Leute. Dann haben wir es erstmal geschafft. Unsere Häuser sind im Gange. So. Nee, halt falsch. Ist eigentlich das alles... Mehr Platz habe ich. Doch, ich habe 80 Platz. Okay, gut, da passt noch ein bisschen was rein, Gott sei Dank. Okay, den Döbel habe ich noch nicht. Die Karausche bin ich mir nicht sicher, deswegen packe ich sie auch mal rein. Barsch bin ich mir auch nicht sicher. Ich packe einfach mal alles in die... Die anderen zwei habe ich safe. Ins Lager. Die Bäume packe ich auch mal. Du kannst den Gegenstand gerade nicht verwenden. Dich packe ich noch ins Lager, obwohl ich... dich brauche ich wahrscheinlich. Die Bachschmerle packe ich mal ins Lager. Dann gucken wir noch mal ganz kurz... Nein, Licht aus. Gucken wir mal noch mal ganz kurz ins Lager rein und nehmen noch mal die Stöckchen mit. Und gucken noch kurz auf unser Handy, weil wir nämlich schauen müssen... Gießkanne. Weichholz brauche ich dafür. Sieben Unkraut. Weichholz brauche ich also dafür. Ich glaube, ich habe wirklich kein Weichholz mehr, gell? Ich habe nur noch normales Holz. Das heißt also, wir können uns nebenher noch ein bisschen mit der Axt Weichholz besorgen. Ich werde jetzt auch mal ein paar neue Bäume pflanzen. Gerade um Nux Hütte herum auch wird es wahrscheinlich ziemlich cool sein. Ja, Wackelaxt. Gib mir Weichholz. 1.
Und das ist das Schöne, das Angenehme an Animal Crossing. Es gibt halt jeden Tag irgendwas zu tun. Manchmal dauert es so ein bisschen länger, bis man ans Ziel angekommen ist, aber man hat halt dafür was. Es ist ein großartiges Erfolgserlebnis, wo man halt auch wirklich sagen kann, hey, ich habe das Ganze erreicht, ohne jetzt zum Beispiel einen Timeskip zu machen oder sowas. Wir haben jetzt hier auch nochmal ein paar Meilen gekriegt. Das ist schön. Wahrscheinlich Plusmeilen, ja, natürlich Plusmeilen. 150, wir müssen auch noch 5 Insekten fangen für 300 Meilen. Das wäre auch nicht schlecht. Weichholz, Weichholz, Hartholz. Weichholz ist halt wirklich meiner Meinung nach das Schwierigste zu finden. Wir werden jetzt die Axt hier auch komplett einfach mal kaputt hauen. Und uns hier mit den Hölzern begnügen, die wir da rauskriegen. Nice. Nochmal ein Weichholz. Und dann haben wir wieder einen Inventarslot frei, wo wir dann die Gießkanne hinpacken werden. Leider wieder nur Hartholz. Irgendwie gefühlt kriegen wir deutlich mehr Hartholz als alles andere. Ja, damit ist die Axt kaputt. Sehr schön. Wieder was hier also zerlegt. Oh, und der Bär setzt sich hin. Gut, also basteln wir uns mal eine Gießkanne. Ich meine, wir könnten uns langsam auch mal eine eigene Werkzeugbank eigentlich basteln, dass wir ein bisschen vorankommen, aber mal gucken. Etwas herstellen. Gießkanne, ja bitte. Wackelgießkanne wird das dann hier auch sein. Gut, die Wackelgießkanne ist fertig. Nein, ich möchte nicht weitermachen, sorry, das war falsch geklickt. Stopp, nice. Habe ich noch irgendwas zum Abgeben? Ich kann euch auf jeden Fall eine Makarele verkaufen. Und erstmal pflanze ich aber jetzt noch die Bäume um Tom Nooks Hütte rum. Also um seine neue Hütte, die hier rechts stehen wird. Ich glaube tatsächlich, dass hier ein ganz angenehmer Platz ist für einen Baum. Genauso hier, finde ich, fehlt auch irgendwie ein Baum. Und hier oben. Schön. Sehr, sehr schön. Gut. Was wollen wir denn jetzt noch machen? Gießen. Genau. Gießen wollte ich hier auf jeden Fall noch. Wo ist meine Gießkanne? Die Wackelgießkanne. Muss ich die noch mit Wasser füllen oder kann die einfach so gießen? Die kann einfach so gießen. Okay. Blümchen. 1, 2. Sehr schön. 5 Blumen gegossen. Gibt es nicht auch eine Nookmeile? Oh, Blumengießer. Wir brauchen 10. Schade. Kann ich die jetzt einfach nicht nochmal gießen? Zwei. Naja, scheint nicht zu funktionieren. Schade. Man kann die wirklich nur einmal gießen. Da hätte ich mal gesagt, Fotofreunde. Gefällt dir die Kamera-App? Wunderbar. Nur ging der. Komm, dann machen wir doch mal ein Foto mit der Kamera-App. Wir brauchen hier ein paar Meilen, Leute. Also von dem her. Oh, guck mal, da oben ist gerade ein Marienkäfer weggeflogen. Kamera. Ja. Sehr schön. Ja, nice. Es gibt jetzt hier alles Meilen, Leute. Wir brauchen halt die 5000 Meilen. Wo ist sie denn jetzt? Hier, Fotofreunde. Das ist ja auch nur ein einziges Ding, was uns 300 Tacken gibt. Das ist sehr schön. Passt schon. Eigene Einträge auf deinem Pass kannst du jederzeit selbst anpassen. Wo kann ich denn auf meinem Pass sogar? Ah, hier unten, Pass. All deine Passdaten sind hier gespeichert.
diese Informationen können von anderen Spielern gesehen werden, zum Beispiel andere Inselbesucher. Okay. Du kannst jederzeit dein Foto, deinen Titel und deinen Kommentar jederzeit ändern. Einsamer Insulaner. Was wäre beim Passfoto? Nein, das war doch gut. Ich hätte jetzt gerne den Zahn. Bearbeiten. Kommentar. Nee, ich habe keinen Kommentar. Titel. Ich bin. Ich bin ein autonomer Großvater. Alles fressender Holzkopf. Happy, oh Gott, Kleinvieh, Kraftprotz. Ich bin pleite. Ich bin ein sogenannter Lebensentwurf. Oh. Ein sogenannter Problemlöser. Das klingt ziemlich. Ich bin ein sogenanntes Tier. Was bin ich denn? Ich bin Problemlöser, Leute. Ich bin ein sogenannter Problemlöser, habe ich gerade beschlossen. Und es gibt für uns auch ein paar Nuckmeilen wieder. Ah, schön. Sehr gut. Ja, ich sehe gerade, die Folge geht jetzt auch schon wieder 27 Minuten. Deswegen hätte ich mal gesagt, liebe Leute, ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wenn ja, könnt ihr es mir sehr, sehr gerne zeigen mit einem Daumen nach oben. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Und ich wünsche euch. Oh, da ist ein Sterni. Ich wünsche euch allen auf jeden Fall einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, ihr seid auch so entspannt gerade unterwegs wie ich hier auf meiner Insel, der einfach keine Schmetterlinge fangen kann. Na, also. Und wir sehen uns wieder bei einer nächsten Folge von. Nicht Stardew Valley, sondern von Animal Crossing New Horizons. Das Spiel ist mir wirklich ein bisschen ans Herz gewachsen. Es macht echt Spaß, inzwischen zu spielen. Besonders, wenn man halt auch wirklich einen kleinen Fortschritt sieht. So, das soll es aber wie gesagt gewesen sein. Haut rein. Bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.